Unternehmen müssen zunehmend komplexe Umweltvorschriften einhalten. Gleichzeitig wird es für die Umweltbehörden immer schwieriger, die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen. Eine Hilfestellung dabei bietet EMAS, das freiwillige europäische Umweltmanagement- und Auditsystem. Es ist das Zeichen für höchste unternehmerische Ansprüche an den Umweltschutz. Bei einem Rundgang durch zwei EMAS-Betriebe zeigen wir, wie EMAS den Vollzug des Umweltrechts unterstützen kann. Als erstes treffen wir uns mit Thomas Frank, Geschäftsführer Technik der regional verwurzelten Auerbräu in Rosenheim. Seit Einführung von EMAS im Jahr 1997 haben sich die Energieverbräuche in der Produktion nahezu halbiert. EMAS war für uns als Brauerei ein ganz wichtiger Schritt, um alle umweltrelevanten Bereiche systematisch und regelmäßig zu erfassen und zu bewerten. Daraus haben wir dann Umweltziele formuliert, Projekte gebildet. Der Lagerkeller Neubau ist so ein Beispiel für so ein tolles Projekt und konnten dann diese deutlichen Verbrauchsreduzierungen erreichen. Im Rahmen von jährlichen Umweltaudits bekommen wir zusätzlich deutlich gesteigerte Rechtssicherheit. Im Rahmen von EMAS führen Unternehmen eine interne Umweltbetriebsprüfung durch. In der EMAS-Umwelterklärung berichten sie über ihre Umweltauswirkungen, Ziele und dazugehörigen Kennzahlen. Unabhängige und fachkundige Umweltgutachter prüfen das Unternehmen vor Ort. Sie validieren dabei auch die Umwelterklärung. Die zuständigen Umweltbehörden überwachen den Betrieb und prüfen die Einhaltung des Umweltrechts. EMAS kann sie dabei unterstützen. Das komplexe Genehmigungsverfahren für den Neubau dieses Lagerkellers hat nur so gut funktioniert, weil wir EMAS hatten. Die Zusammenarbeit mit der Behörde war konstruktiv und kompetent und hat dann auch in einer sehr kurzen Bearbeitungszeit resultiert. Und als sehr, sehr angenehmen Nebeneffekt gab es nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens durch EMAS dann auch noch eine Gebührenerleichterung. Bei der Prüfung der Antragsunterlagen für den Lagerkeller konnten die Angaben aus der Umwelterklärung mit berücksichtigt werden. Dies führte zu einer Verkürzung des Genehmigungsverfahrens. Die Vorteile von EMAS sehe ich darin, dass sich die Abstände der Regelüberwachung verlängern und die Überprüfung sich auf die Einsicht der Unterlagen beschränkt. Wir fahren weiter in die Landeshauptstadt. Im Städtischen Klinikum München treffen wir uns mit Birgit Schuhn, Leiterin der Stabsstelle Ökologie. Wegen der gestiegenen Anforderungen an die Krankenhausleistungen wurde ein Umweltmanagementsystem nach EMAS im Jahr 2006 an allen Standorten eingeführt. EMAS hilft mir sehr gut, die Umweltthemen im Griff zu behalten, vor allem in solchen Zeiten, wo wir sehr große Veränderungen im Unternehmen haben. Das zeigt sich dann auch im Dialog mit den Behörden. Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden lässt sich am besten hier im Labor als Beispiel erläutern. Wir konnten vor der Neubeschaffung eines Analysengerätes zusammen mit Anlagenhersteller und Behörden eine Filteranlage konzipieren und beschaffen, um die abwasserrechtlichen Grenzwerte einzuhalten. Darüber hinaus haben wir Erleichterungen dank EMAS im Verwaltungsvollzug, vor allem im Abfallbereich, erhalten. Nämlich, wir sind als EMAS-Anlage nicht mehr verpflichtet, die Abfallbilanzen abzugeben, und die Behörden verlassen sich auf die Inhalte, die in der Umwelterklärung festgeschrieben sind. Die Rechtskonformität wird in unserem Unternehmen im Rahmen von internen Audits überprüft. Im Bereich der maschinellen Bettenaufbereitung hatten wir Verbesserungspotenziale und daraufhin hatten wir Drumcontainers beschafft, sodass wir an jeder Stelle des Transports, der Lagerung und des Umgangs rechtssicher sind. Man kann sich auf die Prüfung der Rechtskonformität verlassen, weil im Rahmen der Prüfung alle Aspekte des Umweltrechts vor Ort geprüft werden. Der Umweltgutachter ist zugelassen für eine bestimmte Branche und für die Branche muss er seine Zuverlässigkeit erwerben. Darüber hinaus ist der Umweltgutachter ständig in einer Lernphase auch, um die neuesten gesetzlichen Regelungen zu kennen und anwenden zu können. Und das Ganze fußt natürlich auf einer Zulassung durch die DAU. DAU steht für die Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutachter. Diese prüft die Umweltgutachter auf ihre Fachkunde und Unabhängigkeit und erteilt die Zulassung. Darüber hinaus überwacht sie die Umweltgutachter regelmäßig während ihrer Tätigkeiten.
Die Anforderungen an Prüfung, Zulassung und Überwachung der Gutachter sind in der europäischen EMAS-Verordnung festgelegt. Für Deutschland werden sie im Umweltauditgesetz konkretisiert. Die Rechtsaufsicht liegt beim Bundesumweltministerium. Man sieht also, dass das gesamte Verfahren ein nachhaltiges und glaubwürdiges Verfahren ist, mit dem rechtliche Vorgaben eingehalten werden und überprüft werden. EMAS registrierte Unternehmen kommen ihrer Eigenverantwortung zum Umweltschutz aktiv nach, lassen ihre Rechtskonformität durch Umweltgutachter überprüfen und berichten in der Umwelterklärung über ihre Umweltauswirkungen und wie sie diese verbessern. Mit EMAS profitieren Unternehmen und Behörden. Doppelbelastungen werden somit vermieden. Das verbessert den Vollzug des Umweltrechts. EMAS ist für uns ein verlässliches System und pragmatischer Ansatz. EMAS verbessert die Umweltleistungen in Unternehmen und eine Kommunikation erfolgt über die Umwelterklärung. EMAS kann für Umweltbehörden eine Entlastung beim Vollzug der Gesetze bedeuten. Ich kann EMAS nur weiterempfehlen.